Hallo meine lieben Zuschauer, ich habe hier heute mal wieder was zu überraschen, wie immer. Und das sind wirklich ganz viele Küchentücher, die wir von meiner Oma bekommen haben. Also wirklich nur Küchentücher. Die werden auch gekocht, weil die sind teilweise noch dreckig und die stinken. Weil meine Oma dement ist und die wurde jetzt ins Heim gebracht. Und ja, das sind halt jetzt Sachen, die wir dann von ihr so teilweise bekommen. Und die sind halt echt ein bisschen dreckig. Deswegen müssen die gekocht werden. Und ich möchte mal ausprobieren. Ich mache da einen Tab mit rein, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass es mit dem normalen Waschmittel nicht sauber wird. Also wenn ihr mal seht, wenn ich jetzt eins rausfinde. Also die stinken auf jeden Fall. Das ist nicht schön. Hier, wenn man das ins Licht hält, das ist dreckig. Und es stinkt. Also es riecht nach Schrank. Das ist auch das Doofe. So, dann mache ich euch mal hier hin. Wie fast immer. Sieht man da überhaupt was? Ja, da sieht man was. Super. Dann machen wir den Tab auf. Die hier von Finish, die sind eh kacke. Ich mag die überhaupt nicht. Also es geht, aber wir haben welche von Lidl, die sind viel, 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 viel besser. So, rein mit. Und ich finde, das ist eigentlich dann wie so ein Anti-Kalk-Tab. Also einfach mal ausprobieren. Jo, kommt das da alles rein. Wünscht mir auch viel Spaß beim Zusammenlegen später, weil das wird bestimmt lustig. Ja. Und die sind ja auch echt alle dünn, aber es sind so viele, dass es einfach voll schwer ist. Also heftig. Und man sieht, die ist jetzt echt schon. Ja, da passt noch viel rein, aber ich meine, ist schon ziemlich voll. Dann geht es ans Waschmittel. Ich stelle mich ein bisschen höher. So. Ja, sieht man jetzt leider nicht. Aber auf jeden Fall 90, das geht 1 Stunde 51. Das lasse ich alles so, wie es ist. Und das starte ich dann gleich. Dann natürlich Spee-Megaperls. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Schon mal starten. Ich habe jetzt gar keine. Ja, ich mache das nach Gefühl. Dafür sollte reichen. Wenn ich sowieso den Tab drin habe, dann ein bisschen noch. Ganz bisschen. Echt nicht viel. Ich hoffe, der kriegt das alles weggespült. Ja, die riechen so toll. Also für einen Vollwaschmittel finde ich die echt toll. Oh ja, sind alle weg. Stelle ich euch mal hier hin. Na, ich bin mal gespannt. Wie geht's euch so? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich will auch mal was hören. Oh, ich hoffe, der geht jetzt nicht ins Türkomi. Nein! Doch, wird eh passieren. Nein, ich wusste es. Oh, Kacke. Scheiße. Naja, wird sich bestimmt auflösen. Ach Mann, das ist jetzt aber doof. Bitte, nein. Oh Mann. Oh, die werden richtig gelb, wenn die Wasser nehmen. Bläh. Die haben die Kochwäsche echt nötig. Ah, und ich muss für Instagram noch so einen Post machen.
Stop the Cold War Challenge. Ich denke mal auch, das wird ganz gut sein zum Reinigen der Maschine, wenn ich da jetzt so einen Tab mit rein tue. Weil es wird ja auch oft gesagt, mach einfach einen Tab mit oder zwei Tabs und lass sie auf 90 Grad laufen. So, dann machen wir mal ein Bild. Aber hochkant. Und das wird dann hochgeladen. So, jetzt schäumt das natürlich noch gar nicht, aber diese Megaperls müssen sich auch auflösen und das kann dauern. Denk mal, das wird schon ganz gut. Sich wieder da rein. Das ist gut. Jetzt sieht die Maschine auch nicht mehr so voll aus, aber ja, passt eigentlich. Spannend, ob das dann gut wieder riecht. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen schäumt. Auch wenn das natürlich nicht heißt, dass es dann deutlich besser wäscht. Ich mache mal eben ein Bild. Das sieht toll aus. Oh, das sieht richtig toll aus. Oh, die Wäsche fliegt richtig dadurch. Hat er jetzt schon die Heizung angemacht? Hab das nicht mitbekommen. Boah, da müsste ich mal eine Slow-Mo machen. Bisschen doof. Oh, es fängt langsam an zu schäumen. Aber ich glaube, weil die auch so dreckig sind, schäumt das auch gefühlt nicht. Vielleicht muss ich noch ein bisschen was dazu tun. Aber eigentlich, ich möchte mal testen, ob das halt auch mit wenig Waschmittel geht.
dauert jetzt eh erstmal ein bisschen. Oh, der hat sich immer noch nicht aufgelöst. Ja gut, ist ja E90, also wird das schon. Dann würde ich mal sagen, war's das mit dem Video. Und wir sehen uns.